1. Mai habe ich eigentlich immer fotografiert, weil so eine Massenansammlung, so ein Massenspektakel war immer eine Variante, gute Motive zu finden, weil da steckte die Absurdität in sich selber. Und man sagte ja immer so 1. Mai, die Sonne lacht, das hat die SED gemacht. Und das war einer der wenigen 1. Mai, wo zum Schluss, das ist der letzte Block der Demo, plötzlich ein Platzregen runterkam. In meiner Stasi-Akte schreibt die Stasi selber über dieses Foto, wo zum Ende der Mai-Demonstration ein Wolkenguss sich ergoss und die Fahnen der Träger wild hin und her geschleudert wurden. Wunschtraum des Reporters. Irgendwie so, dass nun endlich mal Bewegung in die ganze Kiste drin kommt. Was man aber sieht auf dem Foto, das ist so eine Welle. Fahnenflucht ist Titel gewesen. Im Stern war es eine Doppelseite und die hatten das als Fahnenflucht betitelt, das Foto. Dem Staat rennt die Jugend davon. Und das konnte ich nur unterstreichen, aber die Stasi hat es natürlich anders gesehen, weil das war natürlich Kritik hoch 3. Also da war ich ein ganz böser Bube, der so ein Foto und dann auch noch im Stern beim Klassenfeind und als Fahnenflucht. Und sie haben ja die Augen zugemacht, weil die meisten sind ja schon über Ungarn und über die Botschaften sind ja schon ganz viele ausgereist und abgehauen und so weiter. Und die wollten es nie wahrhaben, was da eigentlich in Bewegung gekommen ist und sie eigentlich nichts mehr dagegen tun können. Ich stand erst, bin ich mitgelaufen mit dem Block und dann kam dieser plötzliche Regen, das ging wirklich ratzbatz los. Und dort am Alex stand das Haus des Reisens, was ich nie betreten habe, weil ich durfte nie reisen. Und was man da buchen konnte, waren eh die normalen Sachen, höchstens mal Sochi oder Ungarn, Kuba ist für viele möglich gewesen, aber da musste man sehr linientreu sein, um dahin zu kommen. Aber Haus des Reisens und dann sehe ich diese Fahnenflucht, die rennen alle davon. Das passte natürlich wieder innerlich für mich zusammen, aber sieht man im Foto nicht. Das ist so ein eigenes Empfinden, was ich bei dem Bild noch dazu habe, im Haus des Reisens, was dann 9. November für mich möglich war, endlich reisen zu können. Klassiker, okay, also freue ich mich auch, weil es hat für mich eine tolle Geschichte, dieses Bild. Also auch für andere, ich werde immer wieder darauf angesprochen, das kommt auch bei den Leuten sehr gut an und sagt ihnen was. Und das ist ja das Wichtigste für einen Fotografen, wenn ein Foto eine Geschichte erzählt.